wenn es wirklich fast ohne Probleme laufen würde heute. Wenn es fast ohne Probleme laufen würde, dann wäre es kein Outriders, ganz im Ernst. Richtig. Aber ich bin noch eine Stufe aufgestiegen. Level aufgestiegen? Oh, und es gab keinen Fähigkeitspunkt dafür. Oder habe ich den vorher schon mal gegeben? Ich finde, es gibt einfach zu wenig Skillpunkte. Ja, ich finde 30 Level sollten 30 Punkte geben. Ja, ja. 20 also, sind schon arg wenig, weil wenn du einmal durchgeskillt hast, hast du noch 4 oder so, wenn überhaupt 4 Punkte über. Mhm. Da kannst du halt kein, ich sag mal, so Meta-Play machen irgendwie. Irgendwie komisch, ja. Je nachdem, was wieder in oder wieder in Street gebaut ist, hast du ja noch so ein paar Neben-Dinger und dann hast du innerhalb von einem, dann machst du nur einen Tree und hast keine Punkte mehr. Ja, dann hol ich mir noch schnell was zu trinken, bis der Danny da ist. Aber kaum haben sie das Crossplay deaktiviert, funktioniert alles, ne? Ist es deaktiviert, oder was? Ja. Da ist er wieder, der Infarkt. Der Infarkt. So, dann holen wir uns mal das kleine Kopfgeld vom Herrn, wie auch immer der Futze gehissen hat. Wie heißt denn der? Keine Ahnung. Ist doch wurscht, Hauptsache wir killen ihn. Wir brauchen ja bloß seinen Kopf, nicht seinen Namen. Los. Oh, da steht schon vor mir. Also an den Breachern mache ich halt echt gar keinen Schaden. Nee. Das ist eine krasse Zeit. Ah! Nahkämpfer. Jesus Christ, ich bin fast tot, ich bin tot. Du musst es ein bisschen früher sagen, Basti. Ja, genau. Sonst kann ich dich halt gar nicht heilen. Nee, nee. Achso, aber du hast gesagt, du machst es nicht auf. Nein. So. Rettet mich von euch einer? Ich will's nicht wieder wasten. Ja, wir haben ja gesagt, wir leben uns eigentlich nur wieder, wenn es kacke ist. Boah, alles klar! Instant fast wieder tot. Ich bin instant wieder tot, ja. Never mind. Alter. Krass, ey, das ist einfach nur krass. Ja, die da hinten am Bunker sind nervig. Die sind so. Oh, ich bin auch dran. Kannst du mich wieder überleben? Ja. Aber da kommt so eine Masse an Kugeln rein. Was ist das denn? Oh Danny. Die naja. Bubble, wenn man sieht, was da reinkommt. Naja. Ich bin down. Ey, beide oder was? Ja, ich beleb mich jetzt, komm. Ja, ich beleb mich also, ja schon okay, selber. Sonst hätte ich's jetzt. Nee. Passt schon. So. Ich komm hier gerade mal nicht. Okay. Achso, der Stefan hat mich wieder belebt. Nice. Ja! Ja, ich bin tot. Ja. Instant. Ich hab dich. Ich kann mein Schild nicht aktivieren, weil mein Schild so viel Damage frisst, dass ich sofort tot bin. Das ist einfach nur krass. Was ist der denn da oben? Wir sind hier nicht ohne, ja. Mittlerweile ist es doch so ein bisschen mehr ein Deckungsshooter als ein... Leck mich am Arsch. Ja, das ist ja auch in Ordnung, wenn ich nicht in eine gewisse Reichweite müsste, um mich zu heilen. Naja. Aber ich habe jetzt schon ein paar gelesen, die haben gesagt, im Endgame braucht man sich auf diese Heal-Mechanik gar nicht mehr verlassen, weil man sollte eigentlich nur noch auf Waffen, also auf Skill-Leech und Weapon-Leech gehen. Hm.
weil ja, man sieht ja gerade, also es bringt einem ja nichts, wenn ich komme ja nicht näher dran. Hast du deine Ding eigentlich noch drin, Steff? Deine Gatlin? Nö. Nee. Weil die war ja richtig heftig gestern. Ja, Leute, bewegst du dich auch langsam, ne? Welche Skills hast du jetzt drin, Steff? Die Heilung, die Frostnova und die Giftkugeln. Frostnova? Hm, die ist neu. Cool. Was hat die bekommen? Ja, auch irgendwie 20 Sekunden oder was. Oh wei. Oh je, da sind wir ja vorhin schon so rumgegimpt. Warte mal, sind wir... Oh ja. Ja, sind wir. Also wieder links rum, oder? Wieder links rum im Team bleiben und dann geht's ja, schon, ja, ne? Klar. Ja, ja, klar. Ja, geht schon, ist was anderes, aber mei. Versuche hier ein bisschen. Alter, okay, never mind. Ich wollte gerade sagen, ich versuche hier ein bisschen die Bullets zu sammeln, aber. Bevor es uns nicht von hinten hier anfängt. Ja, was ist los? Ein Hut hält mich hier hinten so lange auf und tötet mich jetzt gleich, ja. Ja gut, dann weiter. Ich setze hier mal eine Bubble. So. Oh, da kommen viele Kugeln. Mhm. Hinter uns kommen Leute, hinter uns. Wow, okay. Boah, ich bin gleich down. Oh. Ja, ich kann gerade nichts machen, weil ich... Alter, halten die Grenadiere viel aus, ey. Ja, ich chill hier gerade nur. Ah, stopp, du blockst mich. Wow! Seid ihr down beide? Hm. Ja, ich belebe mich wieder. Warte, Basti, und. So. Nee, also bei mir ist es gerade absolut useless. Also, ich kann mich immer gerade so nur über Wasser halten. Ja, das, die Gepanzerten brauchen wir immer wieder. Ich weiß gar nicht, was mich getroffen hat. Ein Aufklärer, ah, Sniper. Oh boy, da sind, ich versuche dich zu retzen. Okay, ich versuche dich aus der Verteidigung zu retzen, das geht wenigstens. Ja, immer. Bestes Feature, bestes Feature. Oh. Ey, da sind okay, noch eine Million zwei Gegner. Gepanzerte. Ja, wir müssen jetzt mal rechts rum. Ja, aber da sind auch Sniper, Steff. Ja. Bist du die Sniper? Nö. Brauche jetzt gar nicht aufstehen. Ja, warte, ich mach eine Bubble. Ja, komm zu euch und mach eine Bubble. Weil wenn ich jetzt mein Schild zünde, bin ich instant tot, okay. Den einen gepanzerten. Ah, ja, ja, den haben wir gleich. Was war da? Was ist da auf hier? Okay, einer ist down. Und den zweiten. Ja. Wow. Oh, Alter, ich muss in deine Bubble rein. Boah, der ist down. Ein kleiner neben uns, was ist das? That's it. Okay, ah, cool. Dann müssen wir jetzt nur noch die kleinen machen, oder? Nur noch, ja. Also wieder links lang, oder? Ja, oder rechts. Ja, aber rechts sind so viele rechts und keine Deckung. Ich würde links lang und dann über die Deckung in den Bunker rein. Ja, Leute, ich mach rechts die
Bubble und da müssen wir halt alles schnell umbratzen. Das schaffen wir doch niemals. Die sind alle hinter den Mauern. Ich geh erstmal hier hinter das Teil. Und da hoch. Ich versuche hier mal hoch. Ja, genau. Und dann laufen. Wieso kannst denn du da nicht hochklettern, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin tot. Kann mich mal retten, bitte. Wo bist du? Ja, ich bin direkt zu euch. Oh. Kommen die denn alle her? Mörser, Artillerie, okay, never mind. Boah, ich bin auch down. Ja, ich auch. Boah, Uiuiui, das waren aber ganz schön viele. Das war mir nicht bewusst, dass das so oben noch so viele waren. Oh, come on. Müssen wir das eine Ding jetzt nochmal machen, das vordere, ja, oder? Wir sind wieder ganz am Anfang, ja. Müssen wir das nochmal machen? Ja. Nee. Tor ist offen. Ja, gut. Aber es laggt halt auch ohne Ende. Das ist. Die Gegner sind, ich schieß drauf und dann sind die auf einmal 20 Meter weiter Ja, das ist mega nervig. Kann man von hier darüber snipern? Wenn jetzt Steff hier bleibt und snipert? Weiß ich nicht. Weil das ist ja so ein Fenster. Egal. Angeblich bist du gar nicht in meinem Spiel drin. Naja, ist ja wurscht, oder? Hä, was? Du bist gar nicht bei mir im Spiel. Boah, es macht duck, 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 duck. Ja, wollen wir irgendwie noch was anders versuchen? Also, soll ich wieder bei euch rein, oder? Nee, es macht doch keinen Unterschied. Wir haben jetzt so und so probiert, also. Ja gut, dann gehen wir wieder, rechts rum, oder? Links rum, denke ich. Ja, meine ich ja. Diese Grenadiere. Hinter uns stehen gut, dürfen wir mal nicht stehen lassen. Boah. Dann kann er da wieder nicht hochklettern. Ich verzweifle bei diesem Spiel. Ich hab da ganz viel gepult hier oben. Ja, alles gut. Da kommt wieder einer um die Ecke. Oh. Uiuiui, da kommen shit von noch Kugeln um die Ecke. Mhm. Hier ist eine Granate. Da ist auch gleich die Boss. Der eine Boss ist direkt vor uns. Sollten wir das wieder zurückziehen oder wie wolltest du machen? Nee, bleib mal da. Der Demi macht doch ohne so viel Schaden. Wenn du rechts gehst, dann snipern die dich von der anderen Kippe weg. Okay. Hier ist, glaube ich, ein Sniper direkt über uns gerade gelaufen. Ja, ein Grenadier ist da. Der andere Boss. Hinter uns ist wieder ein Alter, okay. Ich fühle mich hier gerade so hart useless. Ja.
Ich habe keine Munition mehr. Okay, der Dude ist auch down. Jetzt bloß nicht übertreiben und dann passt alles. Ja. Ich wäre schon gestorben. Nö, bis jetzt noch nicht. Über dir, Stefan, ist ein Grenadier. Ja, 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 schon klar. Oh, Granate, Ich hab keine Munition mehr. Ich hab echt keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Alter, es hat mich hier vorgeglitscht, echt. Hast du mit beiden Waffen keine Munition? Du hast noch Pistolen. Ja, und was mache ich damit? Überhaupt keinen Schaden mehr. Ich versuche hochzukommen hinter irgendeine Wand. Okay, bin hinter einer Wand. Mörser? Granate? Irgendwie sowas? Scheiße. Pass auf, Mörser-Scheiß wieder hier. Ja. Ja, und Boss-Fertigkeit. Ja. Ja. Ist hier wieder ein Boss? Ja. Oh, scheiße. Wieder zurückkommen ein bisschen, oder? Ja. Okay. Meine Bobble ist nicht bereit. Okay, wir haben die alle von der rechten Seite jetzt zu uns gepullt. Okay, never mind, ich bin fast tot. Ich bin wieder unten. Nein, Boss. Schaffst du es? Überlebt es? Ich kann hier Ja. Okay, dann rauf wir wieder und. Okay, über mir ist der Boss, nicht cool. Ja, erstmal die kleinen Viecher. Ja, ja. Oh fuck, er friert mich ein, ich bin, ich stecke fest. Jesus Christ. Da ist ein Kack-Sniper da rechts noch. Ja, der Punkt ist verlangsamt. Versuch die oben in der Ecke zu holen. Ich mach den Boss. Ich mach den Sniper gerade. Gut, ja, Sniper ist down. Den kleinen noch bei mir. Nein, lad nach! Okay, die kleinen sind down. Ja, der Boss ist auch gleich down. Oh, er friert mich ein. Uiuiuiuiui. Sind wir durch? Ja. Das war nicht ohne, ey. Aber haben wir gut gemacht. Boah. Dann mal kaputt Spur, schießen. Ja, aber ich fühle mich da absolut useless irgendwie. Du machst ultra viel Damage, der Steff heilt uns und ich denke, sitz da nur und mache im Prinzip nix. Jojo. Quatsch, du hältst uns gut im Leib. Nee, eben nicht. Das habe ich gar nicht mehr aktiviert, weil das so viel Damage gemacht hat, dass ich instant tot bin. Ja. Also ich könnte es höchstens wieder so machen, dass ich es als aktive Fähigkeit habe, weil dann macht es gar keinen Schaden mehr an mir. Aber dann mache ich halt derweil nichts anderes. Keine Lust, macht da nichts. Nö, ich finde überhaupt nichts. Nee, das war jetzt ganz aber schön, hier kommen wir zum Dingens. Ganz schön heavy für so wenig Loot, was man bekommen hat. Ich gehe davon aus, ein Pack grüne Handschuhe bekommen. Ja, aber wir kriegen den Loot doch, das sind ja alles Quests, wir kriegen den Loot. Hey, ja. Trotzdem wäre es schön, wenn man so viele Gegner killt, dass man da ein bisschen was dafür kriegt. Okay, dann wieder zurück ins Camp. Wir haben jetzt hier alles. Und jetzt können wir modden, oder? Ich hoffe doch. Ja, ich würde halt die ganzen Quests abgeben, oder? Und dann modden, weil... Ja, für Quests abgeben sind wir noch nicht so weit, Steff. Wir haben noch ein Gebiet vor uns, bevor wir da im aktuellen sind. Aber du brauchst doch nicht jetzt modden, wenn du dann in 10 Minuten wieder neue Waffen und Ausrüstung bekommst und die dann wieder modden musst. Oder? Nee, alles in Ordnung. Also ich stimme dir zu. Ich wollte Danny bloß besänftigen. Der wollte ja zwei neue Sachen haben. Nee. Okay, dann fahren wir mit Moped. Wie viel Platz ich noch hat. Das geht nicht. Fahren wir das Grüne alles zerstören. Wollen Sie, dass wir angreifen? Da könnten wir. Komm mal runter. Ich spüre, wie Sie uns beobachten. Das. French Town. Wreckage Zone. Genau, dann hier.
Kurve. Oh, diesmal konnte ich sogar Y drücken. Oh, schau hier. Ich bin unglaublich begeistert. Dann, da leuchtet ja, was so. Groß blau. Ja, da vorne ist die Tür, Danny. Da ist die Tür. dann hier hin. Okay, ich habe uns schon weiter teleportiert. Shh, that's an altered idiot. Wer fehlt da mit dem Drücken? Das shit the fun, Sky. Schön. Dann, achso, hier ist die Quest noch holen. Noch ein Kopfgeld. Ich kann die nicht annehmen. Könnt ihr die annehmen? Nö, jetzt ist sie auch weg. Stimmt. Ach, fuck my life, weil wir hier hinter uns die Leute gepult haben, glaube ich. Oder weil wir die Quest schon genannt. Ja, ich glaube schon. Gesucht Holzkopf. Ja, dann hauen wir die hier zu Klump und. Suchen den Holzkopf, meinst du? Die Gegner kommen eh schon. Da kann zwei Bosse vor uns, gell? Ja. Du bist Boss-Killer, Danny. Alter, machst du den Schaden? Was ist los mit dir? Ja, mit meiner neuen Waffe mache ich jetzt auch mehr Schaden. Oh, zwei fuck. Bosse sind schon instant tot gleich. Ich habe 700 Schaden gemacht bei denen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt gut ist im Vergleich 700. Zu euch. 700? 700 bei einem Kopfschuss, ja. Ich bin tot. Naja, also wenn das hier so weitergeht mit euch, wechsle ich Safety-Klasse. Ja, das haben wir nicht zu tun. Dann gehe ich auf Pyro und mach die Feuerkugeln. Und dann hat jeder von uns hier Zerstörer-Munition. Alter, wie viele Nahkämpfer sind es hier? Okay! Oh, was war das? Diese scheiß Lags, Alter. Das war gerade ein mega Lag. Da hinten sind ungefähr noch eine Viertelmillion Gegner. Das macht doch nichts. Hey, irgendwas hat mir gerade noch in die Seite geschossen. Oh, da kommen ein paar. Das ist wieder feierlich hier. Da kommen ein paar ekelhafte. Und der Boss ist mit drin. Und ein Boss. Ja, komm. Bewegt euch mal langsam, ey. Ja, da ist ein Boss. Roll eigentlich nur von einem Milli-Loot weg, was ist denn los? Da ist ein Boss und noch ein Boss. Ja, ich geh mal nach hinten und hau die kleinen Klumpen. Für mehr bin ich nicht mehr zu gebrauchen. Ja, ich bin gleich drauf. Fuck, fuck. Ja, ich bin tot. Ich bin ganz tot. Nee, das ist. Was bist du denn? Hier oben. Oh Gott.
Wird schon. Zwei Pferde rennen an mir vorbei. Die laufen euch hinterher, die wissen, auf wen sie losgehen müssen. Die Kleinen sind hier nervig. Oh, die kommen noch nicht mehr gescheit einführen. Ja, man muss die Kleinen echt wegmachen, weil die sind heftig. Ja, da bin ich gerade dabei. Huch. Ich habe ja fast die Vermutung, dass ich tatsächlich der Supporter bin am Schluss. Mit diesem Endless Mass alle Gegner zusammenziehen und sowas. Machen wir erstmal diesen Marodeur. Ja, warum kann man denn dich nicht einfrieren? Seit Barriere. Sehr schön. Ging doch. Hier sind, glaube ich, ein Epic. Hier ist, glaube ich, eine Waffenkiste irgendwo. Ja, Danny, sahnt wieder ab heute. Das heißt ja theoretisch, morgen bin dann ich dran mit absahnen. Ja. Ja. Ist sich doch gelohnt, von der Couch aufzustehen. Naja, das freut mich für dich. Hier unten ist noch eine Waffenkiste. Und ein Erz. Da hatte ich was Geiles Grünes drin. Sweet. Mhm. Okay. Und ein dann bisschen Eisen. Alles, dann was zählt. Wir sind tatsächlich mit allem durch, glaube ich. Ehrlich, haben wir sämtliche Kopfgelder und Viecher und. Hier ist noch eine Lootkiste. Ach so, wo? Da ist was Grünes drin. Oh, okay. Na ja, gut. Na gut, dann jetzt. jetzt können wir alle abgeben und dann kommen wir ins neue Gebiet. Und dann werden wir mal. Ja, cool. Ja, ich muss jetzt erstmal Inventar freimachen, bevor ich irgendwas abgebe. Und ins Bett nicht gehen. Das ist alles in Nirvana verschwindet. Steff. Ich weiß auch nicht, jetzt schauen wir mal. Es ist doch schon ganz schön spät schon wieder. Mofa fahren? Wo ist das der Mofa-Mann? Da hinten, nee, das ist eine Box. Wo ist denn der Mofa-Mann? Hä? Ist das wie nicht bescheuert? Hier? Wo ist der denn? Ich weiß, wo ich lebe. Nee, das ist das falsche Ding. Der wird mir auf meiner Karte aber auch nicht angezeigt. Lass dir das Kopfgeld auszahlen. Ach, Alter, ich kotze im Strahl. Da, wo wir gerade waren, hätten wir weiterfahren müssen. Hä? Oder bin ich blöd? Nee. Nein, der Holzkopf, den haben wir doch umgebracht. Nee, aber wo ist der Dude? Der Autofahr-Dude. Der wird mir auch nicht angezeigt, aber hier ist doch ein... Geht denn der? Teleport-Ding. Reisen steht doch hier. Aber wohin? Gehst ins Bett. Ja, wahrscheinlich jetzt. Oder sind wir im Lager? Hätten wir vielleicht doch da, wo wir gerade waren. Da unten, Danny, wo du die letzte Kiste hattest. Hier, weil Lumberstation. Nee, da war. Du bist hier. Blockiert. Waldpfad. Traf ich's nicht? Also hier steht, ich muss da unten durch dieses riesige Tor durchlaufen. Ja, genau. Und ich glaube, dass das hier... Lass nochmal hinter in die Ecke teleportieren, weil bloß die
3 Meter wird es nicht sein. Dann teleportieren wir nochmal hier hin. Ich glaube nämlich, dass da unten, wo Dingens war. Was meinst du? Na, wenn wir jetzt durch das Gebiet durchlaufen, das da war ja blockiert, hast du ja selber gesagt. Aber ich glaube, diese Blockade ist quasi, gehe weiter. Oder? Ja, doch, sag ich doch. Ja, ja. Muss nur Tab drücken. Genau hier. Oder bin ich blöd? Nochmal eine Lootkiste. Echt? So. Sollen wir die anderen auch mal angucken? Hier oben ist auch noch ein Erz. Wo war hier oben noch einer, hast du gesagt? Da ist einer. Ja, die ist auch voll. Lol, hier auch? Das kann doch nicht richtig sein. Ist es auch nicht, aber das machen wir jetzt noch ein paar Mal, oder? Ich würde es echt versuchen, oder? Ja, du. Oh, mal, ja, dann transportieren wir uns wieder zurück. Günstiger kommen wir nicht an Loot, oder? Und hier ist blockiert, ja. Wobei das schon irgendwie doof ist. Also da unten kommen wir nicht weiter, oder wie? Nee, ich hatte ja gehofft, dass hier unten... Ach, da im Hintergrund läuft so ein Dude vorbei, so ein großer. Stimmt. Wir sollen da immer leise sein, ne? Zwei sogar. Ja, es wäre so geil, wenn er sich jetzt umdreht und uns weglasert. Drückt ihr bitte Knöpfe mal, Leute. Ich muss nichts drücken, es wird mir nichts angezeigt. Ich hab gerade... So, jetzt nochmal. Ich hab gedrückt, dankeschön. Vielleicht haben wir einen Bullet Drop. Meinst du? Vielleicht hätten wir höher zielen müssen. Oder wir sind einfach solche Bobs, dass er das gar nicht gemerkt hat. Dann versuchen wir jetzt nochmal. Das wäre ja zu lustig. Das wäre schon übel. Und das wäre richtiges Cheesen. Naja, das wäre quasi die Zeitersparnis, was uns die ganzen Serverprobleme gekostet haben, oder? Und die Lags. Und machen wir jetzt 60 Mal und dann kriegen wir vielleicht auch ein Legendary Room. Ja, dann dadurch, dass es ja jetzt im Stream ist, werden wir dafür dann gebannt. Ab morgen, wo dann die Server laufen würden. Ist es wieder voll, ja. Ist wieder da, oder was? Ja, ist sind wieder da, Leute. Ist das witzig. Aber sind also, irgendwie immer noch was alle Kisten drin. Offen? Ne, bei mir ist... Ne, ich hab noch eine drin. Ist jemand runter? Ja, ich bin runter. Nee. Ah, okay, dann... Jetzt noch abbauen. Ich hab ein Dingens bekommen, ein Blau. Was? Ich hab 4 Blaue bekommen. Ich hab sonst nur Grün bekommen und Geld. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt. Ja, ich muss mal mein Inventar freiräumen. Ich müsste auch mein Inventar, glaube ich, machen. Ja, dann machen wir das doch eben. Derweil versuche ich mal rauszufinden, wo der komische Moped-Mann ist. Das ist ja für mich als seltsam. Ist es eigentlich so wie bei Division, dass umso höher der Loot ist, den man anhat, umso höher ist auch der Loot, den man bekommt? Nee, das richtet sich an dem Maximallevel, an dem Loot-Level, was du kriegen kannst. Ja? Also am World-Tier, was du freischaltest. Okay. Also, pass auf, du bist Level 20 und das World-Tier sagt, du kannst plus 5 Level an Loot-Item kriegen. Also kannst du Level 25 Items kriegen. Wenn du Level 21 wirst, kannst du Level 26 Items kriegen. Und ich denke, in dieser Spanne, dein Level bis maximal dieses Level ist es. Mhm. Habe ich, glaube ich. Wobei ich eigentlich nur, naja, die grünen. Ich habe eine grüne Level 2. Nee, ich krieg nur Level 23 Items. Also du kriegst immer das Maximallevel tatsächlich. Mhm. Dreckswaffe. Boah, Alter. Ich habe hier schon eine, die 1900. Wo sind so ein Verkauf, Dude? Hier ist keiner. Oh, Leute. Ja, wir kommen hier halt auch irgendwie gerade nicht so raus. Dann modde ich wenigstens schon mal. Ja, ich will auch gerade gucken.
Ja, wirklich gutes Zeug war jetzt da nicht mit dabei, gell? Irgendwie. Ja, oder wollen wir weitermachen? Können wir schon machen, ja. Ich weiß auch nicht. Derweil hier gerade rauszufinden. Wie. Achso, nee, ja, ich guck nur gerade meine Klamotten noch an. Das bringt bei mir aber überhaupt nichts im Moment mit dem Schild, weil ich da so auf die Fresse kriege. Aber ich weiß nicht, was ich sonst skillen soll. Gut, gut, gut. Ich werde fertig. Ja, ach so, ich muss noch ein bisschen modden. Ja, da ist der Mod. Modern Talking. Da jetzt nirgendwo Leben rausgenommen eigentlich. Jo, so, dann looten wir noch mal ein paar Kisten. Machen wir halt noch ein, zwei. Ja, ich muss hier noch kurz. Wie viele Lebenspunkte habt ihr eigentlich so? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich hatte beim letzten Mal mehr. Ja, warte. 667. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe 556. Wie lange würden wir wohl ohne den, du hast nur 500, okay. 40. Ja, ich war beim letzten Mal bei 700. 3500. Ich weiß aber nicht, wie kann man denn sein Leben erhöhen? Mit Rüstungsteilen, da ist dann Leben drauf. Es gibt Rüstungsteile, wo Leben drauf ist, oder was? Mhm. Klar, Max Health. Aha. Ach so, das kann man. Aha. Verstehe, verstehe. Das da zum Beispiel. Nicht erhöhen, sondern. Ich habe, aber meins zählt halt nicht. Ich habe ja wesentlich mehr. Ich habe 800 Leben. Mhm. Wie viel Rüstung hast du? Ja, ich muss gerade alle meinen Gegner und gerade mein Gear durch. Ich hab, jetzt habe ich 960 Leben und 5600 Rüstung.
Wenn das mal nicht tanky ist. Allerdings, ja. Hier. Haben wir ja gerade die ganze Zeit gesehen. Naja, komm, machen wir noch ein bisschen. Ja, bevor ich in die Viertelstunde mache ich noch und dann gehe ich ins Bett. Achso, ich würde eigentlich die Kopfgelder schon eigentlich ganz gerne noch abgeben. Ja, ja, wir müssen halt gucken, warte mal. Was ist denn hier? Local? Mentor Trenchtown? Wollten wir noch nicht nochmal zweimal Kisten loot? Können wir schon machen, klar. Ich wollte nur, dass es uns anzeigt, wohin. Speak with Jakob. Das sollte uns ja gleich zeigen, wohin. Also es sagt, wir müssen zurück, das heißt, wir müssen irgendwie in diese Zwischenwelt quasi. Irgendwie ist das schon schlecht. Ganz im Ernst, ey. Eine Kiste ist offen. Meine auch. Hier ist noch Erz. Alles abgeerzt? Ja. Yay, eine Epic. Pistole. Nur grünes. Wer genau braucht denn eine Epic-Pistole? Nur die Mods. Naja, schon klar. Ich fahre den Müll. Da sind wir aber auch, dass du hier drei kostenlose Kisten kriegst. Das ist schon heftig. Mhm. Ja, irgendwie schon witzig, gell? So ein bisschen schlecht fühle ich mich zwar schon. Nee, gönn mich mal. 4 Tage lang nur Bullshit. Entweder das funktioniert gar nicht oder schlechte Konnektivität. Gönn mich mal. Besonders war es nicht so die letzten Tage, ja. Morgen sind unsere Dinger gebrandet als Cheater. Aber soll mir auch egal sein, wir zocken ihn nur zu dritt. Das stimmt allerdings, ja. Bis einer von euch dann nicht mehr kann oder nicht mehr will und dann kann ich auch nur noch mit anderen Cheatern zusammenspielen. Nein! Ja, du cheatest doch eh. Frag mich eigentlich, ob du diesen Cheater-Status auch wieder verlieren kannst. Ja, den kannst du wegmachen, aber dafür musst du deinen Account komplett wipen. Echt? Ja, dann. So weit sind wir eh nicht. Alle Charaktere und deinen Stash clearen. Also löschen, die Charaktere löschen und deinen Stash clearen. Alles offen? Ja. Ein Epic Sniper. Seid so oft. Ne? Yeah. Ich brauche ein Epic Sniper. Ich! Nur Zeug. Ich würd's nehmen. Ich! Hier! Ich bin mir schlecht. 1800 Waffenstärke. Boah, ich würd's sofort nehmen, ey. Ja, aber auch lustig. Auf einem Sniper Schaden auf kurze Distanz plus 5%. Ja, ich krieg wahnsinnig viel Shit, wo Long Range drauf ist. Bringt mir halt gar nichts. Ne. Ja, gut, schauen wir doch mal. Vielleicht kriegen wir so unser erstes Legendary. Schade, dass wir jetzt nicht die Weltstufe auf 15 stellen können. Apropos Weltstufe auf 15, hat von euch schon jemand die World-Tier-Waffe geholt? Achso, nein. Ach ja, genau. Sollen wir das vielleicht mal machen, meinst du? Ja, mache ich jetzt auch. Wo ging das noch gleich? Auf Escape. Escape und dann looten. Ich hab halt echt eine Autoshot bekommen, was für eine Scheiße. Wie unnötig. Eine Pistole. Oh. Das sah ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ein Sturmgewehr. Oh, ein Single-Feuer-Sturmgewehr. Aber da ist die Mod mit der Magazinrolle drauf. Ich hab meins komplett. Ich hab's gleich zerlegt, weil es gewastet ist. Ja, war dumm. Und sie ist schlechter als die ich gerade drin habe. Hm. Hat sich gelohnt. Okay, dann können wir weiterfahren. Das hat sich überhaupt nicht rentiert. Ja, machen wir noch zweimal, oder? Ja, ja. Naja, du, so easy werden wir nie wieder Loot bekommen. Super, das machen wir jetzt zweimal, dann gehen wir ins nächste Gebiet und zack, ist wieder ausgetauscht. Ja, das stimmt allerdings. Wir warten ja aufs Legendary und wenn das gut ist, nehmen wir es bis ins Endgame mit. Achso. Ja, klar. Der Steff braucht irgendeine Sniper.
Ich hätte gerne. Ja, aber wenn, dann brauchst du das Legendary schon mit den richtigen Mods drauf, weil du nur eine Mod tauschen kannst. Eigentlich. Ich hab doch so einen. Ja, aber die haben doch eine fixe Mod drauf. Eigentlich. Wartet mal kurz. Ja. Ich könnte ja meine Fähigkeiten zurücksetzen. Dass du die Waffen bekommst. Dass ich die Sniper-Waffen bekomme, klar. Oh. Ja. Ja, mach das doch. Dann mach das mal. Scharfschütze. Und was haben wir noch? Angriffswaffen. Reicht mir das? Gar nicht so blöd. Das könnten wir beide machen, Danny. Das reicht ja, sogar für beide Perks. Echt? Aber ich habe nur einen und das sind Schrotflinten. Ich hab's für Sniper und für Assault Rifles. Ich habe auch Assault Rifle. Ja, okay, bist du soweit oder seid ihr soweit? Dann mach ich hier mal auf. Also ich hab's drin, ja. Ah, warte, hab ich auch. Ja, zu spät. Jetzt ich mein, also meine Kiste habe ich zumindest gerade aufgemacht. Ja, ist ja wurscht. Dann gehe ich da hoch. Das war ja wieder IQ 900, was ich jetzt hier gerade hier so fabriziert habe. Und? Da hat doch irgendjemand schon was aufgemacht, oder? Ja. So. Jetzt, Danny, hast du? Ja. Ach so, ich gehe da hoch, war nicht räumlich bezogen, sondern auf deinen Skillbaum gezogen. Ja, okay. Sorry. Das habe ich verkackt. Ja gut, machen wir es nochmal. Ja, noch einmal und dann fahren wir heim. Geben dann eine Million Quests ab und dann müssen wir eh gucken, was die noch für ein Shit haben. Was? Bis um halb machen wir es noch, ja? Sind noch 9 Minuten. Habt ihr die Skills überhaupt mal durchgelesen? Welche? Nö. Da steht, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Waffen bei Gegnern droppen. So. Ehrlich? Ich hab's sowieso nicht umgeskillt. Das seid nur ihr beiden Greedies. Tatsächlich steht es bei Gegnern. Dann war es vielleicht doch kein IQ Level 900. Verdammte Axt. Tja. Und mich Greedy nennen. Aber dir fällt sowas ein. Oh Mann, ey. Immer nur am Meckern. Meine ist offen und ein Apple. Eine Maschinenpistole. Ich krieg wieder nur Schmarrn. Alle offen? Ja. Aber Silber wird bei dir noch abgebaut. Okay, dann fahren wir wieder. Yay. Eine Maschinenpistole. Ich glaube, ich habe heute echt noch, außer das World-Tier-Ding, habe ich glaube ich noch keinen Dingens heute bekommen. Ja, du warst gestern dran. Nee, doch bei dem einen Monster sind ja 2 Epics gedroppt für jeden. Stimmt. Was, Steff, du willst jetzt noch bis 9 machen? Bis halb. Ach, ist mir ganz egal. Ich will eigentlich nur ins Bett. Fahren wir jetzt mit dem Moped, weil wir dann. Müssen wir hin? Weil wir dann auch die Quests abgeben können. Wir müssen dann sowieso erstmal schauen, wo. Wo sie bitte alle? Wie die Waffen sind. Oder was auch immer man dafür bekommt. Was auch immer man bekommt, ja. Das führt uns wieder zu. Was? Warte mal, was? Was machst du da eigentlich, Basti? Ich pinge gerade, wo wir hin müssen, aber. Nee, das pingt du erst. Dahinter pingt das, okay, ja, dann müssen wir dahinter. Müssen wir da jetzt echt hinlaufen, oder? Och Gott. Ich weiß nicht, wohin wir laufen müssen, und ich weiß auch nicht, ob jetzt nochmal Gegner kommen. Ich habe übrigens noch eine Quest im Eagle Peak. Hier kommt noch mal eine Million Gegner. Göttliches Eingreifen. Hast du die noch? Da können wir auch noch mal machen. Die hast du halt voll irgendwann abgenommen. So. Oder nicht abgegeben, eins von beidem.
am blödsten, ja. So, was die ist schon unten. Alter, macht die Waffe Schaden. Die ist ja phänomenal. Sniper oder was jetzt? Ja, ich mach grad One-Shots. Was? Zumindest auf die kleinen. Ich glaube, ich werde die Tage wirklich 2000 Schaden, wenn ich einen Headshot mache. Wenn ihr hier so lächerlich viel Fahrt jetzt gerade fahrt. Ich mache gerade 2000 Schaden für den Headshot, das ist schon geil. Mit den Giftschüssen? Ja, ja, klar. Ja, das ist echt nicht feierlich, was ihr hier veranstaltet. Also für mich hat sich das Farmen da schon gelohnt. Ah, es sind sehr viele Milis gerade. Mhm. Oh, hier ist eine Granate. Hier liegen überall Granaten. Ich charge vor. Bullet Reflect und Vulnerability für alle. Jetzt macht ihr alle, jetzt macht ihr 25% mehr Schaden an allen Gegnern. Los, do it, Leute, do it. Ich hab grad leider Cooldown auf meine Fähigkeiten. Ja, deswegen ey, machst du ja trotzdem 25% mehr Schaden. Ja, ja, ja. Komm, hol ihn dir, Steff. Da kommen zwei Bosse, glaube ich. Einer noch Minimum gerade. Uiuiui. Uiuiui. Ich habe bald keine Munition mehr, so by the way. Der Deck übrigens geht fest an dem. Wow. Okay, never mind. Ich habe literally nur noch meine Pistole gerade. Das ist der Captain, okay. Selber, wenn die Boots an mir vorbei sind. Alles gut. Nein, lad nach! Boah. Muss gerettet werden. Oh, ich bin gestorben. Was? Seid ihr beide tot? Wollt ihr mich verarschen? Ja, ich kann mich selber beleben. Der hat, glaube ich, Feuerkugeln. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Schaden mache. Weil ich ihn noch auf Schaden geskillt habe. Ohne es zu ändern. Ah, fuck. Wir haben ja voll den Schmarrn gratis gekillt. Ja, genau. Deswegen funktioniert das auch so gut hier. Und ich wundere mich, warum ich wenig Schaden mache. Ja, ganz im Ernst, ich will so viel Schaden weitermachen, hä? Jetzt geht's mir rum, warte mal. Ja, das kann ja jetzt nicht mehr lang dauern, oder? Das wird. Jetzt sind wir da, wo wir vorhin gewesen sind.
Vielleicht müssen wir hier jetzt nochmal gehen. Keine Ahnung. Hier waren wir gerade eben. Ja, ja, schon. Aber irgendwie hat das ja nichts gebracht. Ich muss auch ein bisschen was schnell an den Fähigkeiten ändern. So. Sie macht eh im Moment gerade den Anschein, als wenn wir hier nicht mehr rauskommen. Das ist alles ja, so ganz verstehen tue ich es auch gerade nicht, ja. Weil, schauen wir mal, kommen Gegner? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Ah, das sieht gut aus. Ich prüfe mal, ob Kisten da sind. Kisten sind wieder da. Null. Aber wir haben noch den Holzkopf getötet. Ja. Ist das wieder? Ah, meine Kiste. Ach doch, hier ist die Kiste. Ich bin unten. Nee, das lässt einen hier tatsächlich nicht los. Ja, man muss doch hier irgendwie den Schmarrn mal beenden können, ey. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass wir jetzt reloggen. Und dass dann vielleicht der Dude hier in der Straße sitzt. Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht meinen Story-Progress ändern, weil ich dann nicht weiß, ob nicht uns die ganzen Kopfgelder und alles verloren gehen. Aber ich mach mal Return to Lobby mit Squad. Seid ihr soweit? Ja. Ja, ja, passt schon. Und, mal schauen, was passiert, ja. Das wäre jetzt mehr als scheiße. Oh Mann, war das schön viel Schaden, ey. Kann ich mich dran gewöhnen? Ja, schon. Ja, und ich hungere da so vor mich hin. Jedes Mal, wenn... Aber das ist natürlich klar. Jedes Mal, wenn ich mir denke, oh, jetzt mache ich wieder viel mehr Schaden, mache ich den anscheinend gar nicht, sondern ihr seid hinter mir mit eurem Skill gerade. Und ihr bratzt die zu klumpen. Hast du nicht so einen Skill, wo du deine Waffen verstärken kannst? Nee, tatsächlich nicht. So. Den haben der Pyro, der Trickster... Sind wir schon wieder hier. Und der Dingens. Und der Schuss vom Trickster ist mit Abstand der stärkste. Okay. Ja, dann. Ne? Ja, mit Sicherheit. Nein! Nee, sind sogar offen. Sind ja, offen. Aber drin. Oh, dann könnten wir vielleicht sogar weiterkommen. Ja. Nee. Das ist jetzt nicht mehr buggy. Nee. Ich kann hier nichts aktivieren. Nee. Könnt ihr was aktivieren? Nö. Komischerweise soll ich genau hier weitermachen, ja. Was für eine Scheiße. Haben wir denn den Typen gefinisht schon, oder? Naja, klar. Ja. Dann resetten wir halt die Quest nochmal. Was? Nein. Aber da steht, lass dir das Kopfgeld von Uchiro auszahlen. Ja, jeder hat eine andere Quest gerade aktiviert. Meine ist zum Beispiel Mentor Speak with Jakob to leave for the Wreckage Zone. Ich habe die gesucht, Holzkopf, und bei mir steht, die ist abgeschlossen. Ja, ja, aber das Problem ist, ich gehe jetzt mal aus dem Squad raus und versuch's alleine. Return alone. Weil das sind Problem wir alle ist rausgeflogen. Ja, ja, weil ich hier raus bin gerade. Ich versuch's jetzt nochmal, weil ich glaube, wenn wir jetzt den Storypoint resetten, dass wir dann unsere ganzen fertigen Quests verlieren.